eingeklickt. Das ist natürlich super. Vielleicht kann ich ja einfach ein bisschen rumziehen. Sollte ja eigentlich gehen. Das ist ja Anleger so ein bisschen in diese Richtung jetzt hier. Sollte ich weniger nach unten ziehen und mehr zur Seite. Das wäre vielleicht ganz praktisch. Ansonsten, wo geht der Weg hier hin? Ich kann versuchen, dass ich hier hochkomme. So. Und ziehen. B. Lösen. Fahrzeug wechseln. Ja. Müsste ich ja eigentlich auch. Wie ist das denn, wenn ich den hier da dran mache? Doch. Schleimmacher. Ne, ich hab den Anhänger da rausgekickt. Ist ja mal geil. Und natürlich hängt jetzt der Anhänger im Weg. Hängt jetzt der Wagen hier im Weg. Hallo, ich würde gerne umdrehen. Ja, danke. Ja, und schon ein bisschen weiter. Läuft. Warum rutscht eigentlich immer runter, wenn du reingehst? Das ist schlimm. Komm. Ja, so ist doch fein. Ich glaube wirklich, es wäre die beste Idee, nicht um die Kurve dahin zu fahren. Weil alleine mit dem hätte ich ja schon Probleme. Boah, das wird jetzt, nee. Mal schauen, wer gewinnt. Ich oder Wasser? Ich hoffe mal, ich gewinne. Nicht Wasser. Wenn Wasser gewinnt, wäre das echt ein bisschen scheiße. Ja, Wasser macht Teilsiege. In Form von 8% Schaden. Hey, weh, du kippst mir jetzt um. Ja, das sieht ja gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. So, nur war einmal quer durch den See gefahren. Läuft doch. Muss nur noch hier hoch schaffen. Wir müssen es nur noch schaffen, mit dem schlammigsten Weg überhaupt durchzukommen. Wie cool wär's denn bitte, wenn du so eine Abschleppkette machen würdest, dass du einfach so 20 kleine Fahrzeuge nimmst, die ich vorkettest und einfach auf F drückst, dann würden die alle ziehen. Das ist ja noch mega witzig. Willst du mir jetzt ernsthaft sagen, dass die kleinen Räder da hinten breiter sind als meine Riesenräder hier vorne? Ich darf nur nicht stehen bleiben. Nur nicht stehen bleiben. Gesagt, nicht stehen bleiben. Was verstehst du schon wieder daran nicht?
Ups. Ja, Handbremse lösen ist manchmal ganz praktisch, habe ich gemerkt. Die Handbremse ist echt schlimm, ich vergesse die immer wieder auszumachen. Jetzt habe ich dran gedacht. So, neue Baumette. So. Ich muss einen Baum suchen, wo ich dran ziehen kann. So, komm. Und wieder die Handbremse vergessen. Ich werde verrückt. Dreckshandbremse, ne? Aber es wird eh noch sehr spaßig werden, diesen recht engen, steilen Weg hochzukommen. Das wird mal richtig witzig. Da weiß ich auch noch nicht, ob ich das schaffe. Bin ich echt noch ein bisschen skeptisch. Das geht. Alle fahren außen rum. Ich sag, scheiß drauf, fahr durch. Ich fahr mitten durch. Ja, wobei, bei Füchsen muss man schon mal so ein bisschen aufpassen, ne? Und mein Vater hat schon mal gebracht. Der war mit meinem Partneronkel unterwegs. Damit hatte meine Mutter hatte einen Jeep, einen großen. Da waren sie irgendwie auf so einer, waren sie am Fahren. Und, ich dachte, was ist denn da rein? Komisch. Auf jeden Fall sind die so ein bisschen gefahren. Und dann war da so auf einmal so ein See. Also, und dachten sie, das wäre so eine große Pfütze. Dachte ich, yeah, cool. Brettern wir mal voll durch. Was sie nicht gemerkt, was sie nicht wussten, war, dass das ein Baggersee war. Und der ziemlich tief war. Das haben sie erst gemerkt, als wir drin saßen und das ganze Auto untergegangen ist. Keine Sorge, sind alle lebend rausgekommen. Aber was anstrengend gewesen war, war, sie mussten wieder rein, um ein Seil dran zu machen, um den da rauszuziehen. Die haben also ein Seil daran gemacht und haben ihn wieder mit einem Trecker rausgezogen. Und das muss man auch erstmal schaffen. So, komm. Und ich komme schon wieder meinen Popschutz. Oh, das ist mein Kinn juckt, das ist ekelhaft. Kennt ihr das, wenn irgendwie das Kinn juckt? Das ist ziemlich uncool. So, komm. Aber die Lenkung von dem hier ist ein wenig eingeschränkt. Deswegen wird das den Weg hoch richtig, gleich richtig witzig werden. Mal schauen. Ah, 2 Stunden 30 haben wir jetzt. Mal gucken. Ich würde ganz gerne noch das Holz wegbringen, diese Aufnahme. Komm. Ah, hier ist ein kleines Bächlein durch, das zum reißenden Fluss wird. Und genau ab diesem Punkt wird es richtig, richtig witzig. Weil wir jetzt diesen schmalen Straße hochfahren dürfen. Mit diesem winzigen Anhänger. Also der ist ungefähr, ja, ich würde sagen, es ist ungefähr genauso lang wie der Werkstattanhänger, den wir vorhin hatten. Und mit dem war es auch schon witzig, weil sind wir bergab gefahren. Jetzt fahren wir berghoch. Das macht die ganze Sache noch ein bisschen witziger. Das ist einfach so Felder, wo ist der Motor einfach leise. Du hörst ihn einfach nicht mehr. Da hörst du ihn wieder. So, ich habe jetzt mal extra weit ausgeschlagen. Jetzt darf ich ihn wieder zurücksetzen.
Und der Einschlag von dir ist einfach.